Brand-Monde, dass am 15. August des vergangenen Jahres Ihre dritte Frau, Amanda Monde, von einer Brücke über den Liben in Ostafrika gestürzt und seither verschwunden ist. Das ist richtig, soweit ich weiß. Und war Amanda Monde nicht die dritte Ihrer Frauen, die durch einen unglücklichen Zufall ums Leben gekommen ist, während sie mit Ihnen Ferien gemacht hat? Jetzt, da Sie es sagen, Herr Staatsanwalt, ja. Sie sehen nichts Ungewöhnliches in diesen Zufällen? Nun, ich vermute, man könnte sagen, dass ich Pech gehabt habe. Das hängt ganz davon ab, von welcher Seite man es betrachtet, Mr. Monde. Ihre erste Frau Elisabeth ist vor 4 Jahren in Südafrika umgekommen, beim Schwimmen. Unglücklicherweise. Man hat jedoch später bewiesen, dass Ihre Frau gar nicht schwimmen konnte. Wenn sie es gekonnt hätte, wäre sie ja nicht ertrunken, oder? Elisabeth Monde war von Ihnen versichert worden in Höhe von 18.000 Pfund, mit doppeltem Entschädigungssatz im Fall eines Unfalls. Sie kassierten schließlich die ganzen 36.000 Pfund. Ihre zweite Frau, Irene Monde, hat vor 2 Jahren den Tod gefunden, bei einem Skiunfall. Offenbar ist sie in eine Schneewehe geraten, im Pulverschnee erstickt. Woher die Abdrücke in ihrem Nacken kamen, ist allerdings nie ganz geklärt worden. Das musste wohl die enge Kleidung gewesen sein. Im Falle Ihrer zweiten Frau, Irene, war die Versicherungssumme 25.000 Pfund erhöht worden, wieder mit doppeltem Entschädigungssatz, falls die Versicherte durch Unfall ums Leben kommen sollte. Und bei dieser Gelegenheit kassierten Sie 50.000 Pfund. Kommen wir schließlich noch zu Ihrer dritten Frau, Amanda, die von Ihnen mit 60.000 Pfund versichert worden ist. Natürlich wieder mit dem doppelten Entschädigungssatz, Mr. Monde. Meinen Sie nicht auch, dass diese hohe Versicherungssumme, um es milde auszudrücken, etwas seltsam ist? Nein, das meine ich nicht, wenn man die Inflation und die steigenden Lebenshaltungskosten bedenkt. Ich habe schon immer sehr viel von einer angemessenen Versicherung gehalten. Allerdings, das haben wir gemerkt. Versicherungen sind Bollwerke gegen die versteckten Gefahren des modernen Lebens. Aber diese versteckten Gefahren scheinen immer nur anderen zum Verhängnis zu werden. Nur wie das eben so ist, der eine gewinnt, der andere verliert. Und Sie sehen wirklich nichts Ungewöhnliches in der Tatsache, dass Ihre drei Ehefrauen eine nach der anderen ums Leben gekommen sind, während Sie mit Ihnen Ferien gemacht haben. Alle drei waren etwas unbeholfen und ungeschickt. Sie bestehen noch immer darauf, Ihre dritte Frau nicht umgebracht zu haben. Ja, selbstverständlich nicht. Ich bitte Sie, Sir. Sie können sich widersetzen, Mr. Maunder. Ich möchte nun den ersten Zeugen der Anklage aufrufen. Miss Rose Collins. Miss Collins, bitte in den Zeugenstand. Legen Sie bitte Ihre rechte Hand auf die Bibel und schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die volle Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Nun, ich weiß nicht. Sie müssen den Eid ablegen, Miss Collins. Na schön. Ich schwöre. Ihren Namen bitte. Rose Collins. Und Ihre Adresse? Hardman Grove 7, London. Das ist doch die derzeitige Adresse des Angeklagten. Ja, das ist richtig. Ich wohne auch dort. Und Sie waren eine bezahlte Gesellschafterin der verstorbenen Mrs. Amanda Monde? Ja, das war ich. Wie lange vor Ihrem Tod waren Sie schon bei den Mondes angestellt? Oh, gerade 1 Jahr. Und letzten August haben Sie Mrs. Monde und deren Mann auf Ihrer Ostafrika-Reise begleitet? Ja, ich bin mit Ihnen gefahren. Und haben Sie, man will Sie gehört haben, am 17. Januar dieses Jahres dem Angeklagten nicht ins Gesicht geschrien, er hätte seine Frau umgebracht? Nun, Sie müssen diese Frage beantworten, Miss Collins. Muss ich das wirklich, Euer Ehren? Ja, Miss Collins. Nun, ja. Und haben Sie nicht später vor der Polizei diese Beschuldigung wiederholt und behauptet, Sie hätten gesehen, wie der Angeklagte Brian Maunder seine dritte Frau Amanda von der Libenbrücke gestoßen hat? Ja, Miss Collins, Ihre Aussage steht im Protokoll, das Sie bei der Polizei unterschrieben haben. Der Vertreter der Anklage bittet Sie nur, sie vor Gericht zu bestätigen. Es tut mir jetzt leid, dass ich diese Aussage gemacht habe. Miss Collins, ich habe versucht, Nachsicht zu üben, aber ich muss Sie warnen. Sie befinden sich in einem Gerichtshof. Sie stehen unter Eid und müssen die an Sie gerichteten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Andernfalls können Sie belangt werden wegen Missachtung des Gerichts. Der Anklagevertreter wird seine Frage wiederholen.
Und später vor der Polizei haben Sie da nicht diese Beschuldigung wiederholt und behauptet, Sie hätten gesehen, wie der Angeklagte Brian Maunder seine dritte Frau von der Libenbrücke gestoßen hat. Das ist so. Miss Collins? Ja, das habe ich gesagt. Sie haben es also gesehen, mit eigenen Augen? Ja. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Bitte, Herr Kollege. Miss Collins, warum haben Sie mehr als 4 Monate geschwiegen, statt sofort zu sagen, was Sie wissen? Ich hatte Angst. Angst? Sie haben 6 Monate lang in dem Haus des Angeklagten gewohnt, obwohl Sie Angst hatten? Ja, ich wusste nicht, wohin. Ich kann das kaum glauben, Miss Collins, aber lassen wir das im Augenblick beiseite. Sie behaupten also, dass mein Mandant Mr. Brian Maunder seine dritte Frau umgebracht hat und dabei so dumm war, dies auch noch vor einem Zeugen zu tun. Er wusste ja nicht, dass ich zusah. Ich befand mich in einiger Entfernung. Wie groß war die? Oh, 100, 150 Meter vielleicht. Ich bin nicht sehr gut auf diesem Gebiet. Selbst wenn Sie nur 100 Meter entfernt waren, behaupten Sie wirklich, dass Sie deutlich sehen konnten, wie mein Mandant seine Frau von der Brücke gestoßen hat? Ich hatte ein Fernglas. Ich habe mir damals die Landschaft angeschaut. Gab es einen Kampf? Ja, einen kurzen. Ich glaube, dass das, was Sie aus dieser Entfernung wirklich gesehen haben, der erfolglose und verzweifelte Kampf meines Mandanten war, seine Frau vom Sturz von der Brücke zu bewahren. Ich dachte, er hätte sie runtergeworfen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie trotz Ihrer Angst im Haus meines Mandanten blieben, weil Sie nicht wussten, wohin. Das stimmt. Aber Sie hätten doch jederzeit zur Polizei gehen können. Die würde Sie sicher beschützt haben. Ich wollte nicht zur Polizei gehen. Das verstehe ich nicht. Warum nicht? Und warum haben Sie schließlich Ihre Meinung geändert? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Wir hatten Streit. Und plötzlich verlor ich die Beherrschung und schrie Brian an, ich meine Mr. Maunder ins Gesicht, dass er seine Frau ermordet hätte. Die Nachbarn riefen daraufhin die Polizei an und die stellte mir dann all diese dummen Fragen. Ich wollte sie nicht beantworten. Aber lassen Sie sich Zeit, Miss Collins. Wir können eine Pause machen, wenn Sie wollen. Es geht schon wieder. Euer Ehren. Gerichtsdiener, geben Sie der Zeugin ein Glas Wasser. Ja, Euer Ehren. Danke. Entschuldigen Sie. Bitte erzählen Sie weiter. Also, die Polizei sagte, ich müsse die Fragen beantworten. Es wäre meine Pflicht, auszusagen, falls ich von einem Verbrechen wisse. Ich wollte nicht. Aber sie sagten, ich müsse. Das stimmt, Miss Collins. Sie sagten, nach dem Gesetz könnte ich sonst wegen verweigerter Zeugenaussage belangt werden. Auch das stimmt. Also habe ich die Aussage gemacht. Sehr lobenswert, Miss Collins. Aber ich wollte wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass es richtig war. Wieso? Warum glauben Sie das? Eine Frau sollte ihrem Mann keinen Ärger bereiten. Ach so, ja, das ist wahr. Was sagen Sie da? Von welchem Mann und von welcher Frau reden Sie da, Miss Collins? Von meinem Mann Brian natürlich. Wir sind seit 4 Monaten verheiratet. Aber Sie nennen sich doch Miss Collins. Collins ist mein Künstlername. Ich bin Schauspielerin. Ich war arbeitslos, als Mrs. Maunder mir diese Stelle als Gesellschafterin anbot. Als die Polizei Ihre Aussage aufnahm, wusste sie da, dass Sie mit dem Angeklagten verheiratet sind? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, sie wusste es. Warum haben Sie oder Ihr Anwalt dem Beamten nicht erzählt, dass Sie mit Mr. Maunder verheiratet sind? Sie haben mich nicht danach gefragt. Euer Ehren,
Im Hinblick auf diese überraschende Entwicklung und die Tatsache, dass nach dem Gesetz eine Frau nicht gezwungen werden kann, gegen ihren Mann auszusagen, beantrage ich Freispruch für meinen Mandanten. Einspruch? Die Zeugin wurde nicht gezwungen, auszusagen. Oh, doch, sie wurde gezwungen, indem man ihr nämlich rechtliche Schritte androhte, sofern sie nicht aussagen sollte. Und solche Drohungen dürfen im Fall einer Frau gegen ihren Mann oder umgekehrt nicht gemacht werden. Ich erhebe Einspruch. Schlimmstenfalls liegt ein Verfahrensfehler vor. Keine Verfahrensfehler bei dieser Gerichtsverhandlung. Einspruch! Freispruch für meinen Mandanten. Verfahrensfehler! Keinerlei Grund dafür! Verfahrensfehler! Ruhe im Gerichtssaal! Einspruch. Ruhe im Gericht! Meine Anwälte sollten sich zurückhalten und dieses Verfahren nicht in einen Zirkus verwandeln. In Anbetracht der ungewöhnlichen Rechtslage, die sich ergeben hat, zieht sich das Gericht für eine Stunde zurück. Ich bitte die beiden Anwälte in mein Büro. Das Hohe Gericht. In dem Rechtsstreit der englischen Krone gegen Maunder habe ich mich äußerst sorgfältig mit dem strittigen Punkt befasst. Es ist meine Meinung, dass es sich hier um ein abgekartetes Spiel handelte zwischen dem Angeklagten Brian Maunder und seiner vierten Frau Rose Collins oder richtiger Mrs. Rose Maunder. Der Plan war wohl, die Heirat erst dann bekannt zu geben, wenn es von Vorteil war. Mrs. Maunder erklärte uns, dass sie als Schauspielerin arbeitslos war, was mich überrascht in Anbetracht des schauspielerischen Talents, das sie heute gezeigt hat. Offen gesagt, ich sehe nicht den Sinn dieses Versteckspiels, das von dem Angeklagten und seiner Frau inszeniert worden ist, aber ich nehme an, dass es einen geben muss. Ohne Mrs. Maunders Zeugenaussage hat die Staatsanwaltschaft für eine Anklage nichts in der Hand. Die Sache ist nun die: Sollte die Leiche der dritten Mrs. Maunder später noch gefunden werden und sich ein Verbrechen nachweisen lassen, so könnte das derzeitige Verfahren und der daraus resultierende Freispruch nach englischem Recht verhindern, dass Mr. Maunder wegen Mordes an seiner dritten Frau noch einmal angeklagt und verurteilt wird. Aber das scheint mir ein unzureichender Grund zu sein, so eine Farce in Szene zu setzen. Meine Entscheidung sieht nun folgendermaßen aus. Mrs. Maunder wurde unter Androhung rechtlicher Schritte gezwungen, gegen ihren Mann auszusagen. Dies soll selbstverständlich nicht, lassen Sie mich das hinzufügen, als Kritik an der Polizei oder an den Rechtsvertretern, die mit diesem Fall befasst waren, verstanden werden. Sie haben ganz offensichtlich im Rahmen Ihrer Vorschriften gehandelt und das Spiel nicht durchschaut. Ich bin sicher, dass die dritte Mrs. Maunder tot und der Angeklagte für ihren Tod verantwortlich ist. Normalerweise würde ich die Geschworenen auch so belehren. Aber im Hinblick auf die rechtliche Tragweite dieses Falls ist es meine unangenehme Pflicht, den Häftling freizusprechen von der Anklage, seine dritte Frau ermordet zu haben. Ich zweifle nicht, dass diese Entscheidung in Zukunft sehr umstritten sein wird. Der Fall ist abgewiesen. Der Häftling ist auf freien Fuß zu setzen. Danke, Mr. Curtis. Wofür, Mr. Maunder? Nein, ich möchte Ihnen lieber nicht die Hand geben. Warum? Sie haben das Gesetz und mich für Ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele ausgenutzt. Aber Mr. Curtis, tun Sie das nicht immer? Und all die anderen hochbezahlten Rechtsgelehrten? Sie suchen nach Löchern und Lücken und versuchen sie dann zu Ihrem Vorteil auszunutzen. Sie rufen Verfahrensfehler, Einspruch, Berufungsklage. Sie strengen teure Verfahren an, die oft den Kläger oder Beklagten finanziell ruinieren, unabhängig vom Ausgang der Sache. Und jeder lobt und bewundert Ihre Spitzfindigkeit. Aber wehe, ein Laie macht mit. Dann schreien sie faul. Das Gesetz heutzutage ist so teuer, dass nur sehr reiche oder schlaue Leute etwas davon haben. Warum haben Sie mir nichts von Ihrer Heirat erzählt? Ich habe nur Ihre Anweisung befolgt. Sie haben mir geraten, möglichst wenig zu sagen. Ja, genau, das habe ich getan. Ach, Sie verdrehen die Worte. Sie wissen genau, dass es gewisse Grenzen gibt. Und wer legt diese Grenzen fest? Sie? Der Richter? Die Gesellschaft? Leben Sie wohl, Mr. Maunder. Leben Sie wohl, Mr. Curtis.
Aus Ihrer Haltung darf ich wohl schließen, dass Sie kein Honorar annehmen von mir. Rosi, es hat geklappt. Ja, Brian. Ich habe solche Angst gehabt. Du, ich auch, als der Staatsanwalt das von dem Verfahrensfehler gesagt hat. Ja, nun, was willst du? Der zweite Teil unseres Plans. Aber erst trink mal was, komm. Da drüben ist der weiße Hirsch. Ah, Sie wissen es also schon, ja, Mr. Nehmen Brian. Sie bitte Platz. Ja, ja, wir haben davon gehört. Da wir als Versicherungsgesellschaft in den Fall verwickelt sind, haben wir einen jungen Kollegen als Beobachter ins Gericht geschickt. Wir bekamen seinen Bericht unmittelbar nach der Verhandlung. Gut, das erleichtert die Sache. Ja. Dann ahnen Sie ja, warum ich hier bin. Mhm. Das letzte Mal, als ich in diesem Büro saß, teilten Sie mir als Rechtsberater der Goblin Versicherungsgesellschaft mit, dass ich die Versicherungssumme für meine verstorbene Frau Amanda Maunder leider nicht bekommen könne, weil sie so lange nicht als tot anzusehen sei, ehe ihre Leiche gefunden oder ehe eine bestimmte Zeit von mindestens 7 Jahren vergangen ist und ein ordentliches Gericht sie für tot erklärt hat. Ja, das ist vollkommen richtig, Mr. Maunder. Klipp und klar dargelegt, wenn ich so sagen darf. Wir haben Ihnen jedoch angeboten, Ihnen die bisher gezahlten Versicherungsbeiträge zurückzuzahlen. Plus Zinsen natürlich. Was ich selbstverständlich abgelehnt habe. Ihr gutes Recht. Aber natürlich hat sich die Situation jetzt geändert. Inwiefern? Oh, Mr. Brighton, Sie versuchen mich hinzuhalten. Sie vergeuden damit nur meine und Ihre Zeit. Ja, wenn Sie sich etwas deutlicher ausdrücken wollen. Sie wissen ganz genau, dass vor ein paar Stunden ein ordentliches Gericht erklärt hat, dass meine dritte Frau Amanda Maunder tot ist. Die Meinung eines Richters. Mehr nicht. Aber ausgesprochen in einer Gerichtsverhandlung. Und deshalb rechtskräftig und verbindlich. Unter uns. Ich gebe zu, dass Richter Emerys Erklärung die Lage verändert hat. Aber nur in dem einen Punkt, dass Ihre Frau wahrscheinlich als tot anzusehen ist. Sie vergaßen den zweiten Grund für unsere Weigerung zu erwähnen, Ihnen Ihre Prämie auszuzahlen. Zum Tatbestand kam nämlich noch der Verdacht eines Verbrechens. Oder mit anderen Worten, keine Versicherungsgesellschaft zahlt, solange die Möglichkeit besteht, dass der Anspruchsberechtigte in das Ableben des versicherten Teils verwickelt sein könnte. Ich betone, verwickelt sein könnte. Ihre Frau mag wohl von Richter Emery für tot erklärt worden sein, aber Richter Emery hat ferner festgestellt, ich zitiere, dass der Angeklagte für ihren Tod verantwortlich ist. Aber Mr. Brighton, Sie ignorieren Ihre eigenen Versicherungsbestimmungen. Ich beziehe mich auf jene, die kleingedruckt auf der Rückseite stehen. Sie meinen... Ich wurde nicht überführt, nicht für schuldig befunden und auch nicht wegen des Todes meiner dritten Frau verurteilt. Termini technici. Aber beruht nicht das ganze Versicherungssystem auf solchen juristischen Termini technici? Ihre Weigerung zu zahlen wurde auch damit begründet. Nun haben mich ein Richter und ein Geschworenengericht von allen Beschuldigungen im Zusammenhang mit dem Tod meiner dritten Frau freigesprochen. Aber der Richter hat festgestellt, dass Sie seiner Meinung nach für Ihren Tod verantwortlich sind. Die Meinung eines Richters, mehr nicht. Also Sie schlagen vor, dass wir den ersten Teil der Meinung des Richters akzeptieren, den Teil nämlich, in dem er feststellt, dass Ihre Frau tot ist, und munter den zweiten Teil übersehen, indem er sagt, dass Sie höchstwahrscheinlich für Ihren Tod verantwortlich sind. Ja? Aber das entspricht doch nur Ihren Versicherungsbestimmungen. Die Entscheidung des Richters, dass meine Frau tot ist, muss von ihrer Gesellschaft akzeptiert werden, weil sie in Übereinstimmung mit ihren Paragraphen gemacht wurde. Auch für den zweiten Teil können ihre Paragraphen herangezogen werden. Ich zitiere. Sollte eine oder mehrere Personen eines Verbrechens, das mit der Zahlung einer Versicherungsprämie in Verbindung steht, überführt und verurteilt werden, so werden alle Ansprüche ungültig. Und die bereits bezahlten Beträge inklusive der aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt. Nun, Mr. Brighton, von demselben ordentlichen Gericht wurde ich wegen des Todes meiner Frau weder überführt noch verurteilt. Ja, das ist ein Argument. Ein gerissenes zwar, aber immerhin ein Argument. Das auch standhalten würde in einem Prozess. Der sich aber sehr in die Länge ziehen dürfte. Selbstverständlich. Und der auch sehr kostspielig werden könnte. Natürlich. Und eine Versicherungsgesellschaft hat ein besseres finanzielles Polster als ich, um eine sich so in die Länge ziehende Sache auszutragen. Ja, sehr weitsichtig von Ihnen, Mr. Maunder. Aber eine Versicherungsgesellschaft ist auch weit verwundbarer als ich. Also mir macht das nichts aus, schmutzige Wäsche zu waschen. So. Das ist bereits zur Genüge geschehen. Ja, das stimmt. Aber ein Rechtsstreit um meine Versicherungsansprüche würde die Versicherung viel Ansehen kosten. Auch das stimmt. Leider. Ja. Dann sind wir also auf einem toten Punkt angelangt. Nein, noch nicht ganz.
So etwas Ähnliches habe ich schon erwartet. Nachdem ich schon einige Erfahrungen mit Versicherungen gesammelt habe, was ich bestätigen kann, weiß ich, wie deren Verstand arbeitet. So. Es macht ihnen nichts aus, an der einen Stelle 1000 Pfund zu verlieren, wenn sie an einer anderen 100 sparen können. Ja, sozusagen ein Versicherungssymptom. Ich will es kurz und schmerzlos machen. Sie schulden mir, inklusive des doppelten Entschädigungssatzes, 120.000 Pfund. Ich gebe mich mit der Hälfte, also mit 60.000 Pfund zufrieden und verzichte auf alle weiteren Ansprüche. Aha, ich verstehe. Oder aber, ich prozessiere um die ganze Summe und gewinne. Vermutlich. Sie wissen, dass die endgültige Entscheidung nicht bei mir liegt. Ja, ja, das weiß ich, aber man wird machen, was Sie sagen. Sprechen Sie mit Ihrem Obergnom. Ja, wie Sie meinen, sprechen wir mit dem Obergnom. Alice, geben Sie mir bitte Mr. Callender. Mr. Callender, Brighton am Apparat. In meinem Büro ist gerade Mr. Maunder mit seiner Frau. Ja, dieser Mr. Maunder. Sie haben den Verhandlungsbericht gelesen. Gut. Mr. Maunder schlägt nun vor, dass wir ihm die Hälfte seiner Ansprüche auszahlen, also 60.000 Pfund, und er dafür keine weiteren Ansprüche stellt. Ja, zugegeben, Mr. Kellner, aber jede Auseinandersetzung vor Gericht würde lange dauern und ins Geld laufen. Sie wollen meine Meinung hören? Naja, ich sag's zwar nur ungern, aber legen Sie die Sache bei. Nehmen Sie das Angebot an. Vergessen Sie auch nicht den schlechten Ruf, den wir uns mit einem Prozess einhandeln würden. Ja, natürlich, Mr. Kellner. Verstehe vollkommen. Sie legen größten Wert auf den guten Namen unserer Gesellschaft. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ja? Ja, ich werde es ihm ausrichten. Danke, Mr. Kellner. Auf Wiederhören. Nun, einverstanden? Ja, aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Dass Sie Ihre Versicherungsgeschäfte in Zukunft woanders abwickeln. Vielleicht bei einem unserer skrupellosen Konkurrenten. Bei einem, den wir nicht mögen. Ja, das ist schade. Ich habe mich schon richtig zu Hause gefühlt bei Ihnen. Aber okay, es sei. In gewisser Weise werde ich Sie auch vermissen, Mr. Maunder. Nachdem ich mich jahrelang mit Klienten herumgeschlagen habe, die in den meisten Fällen nicht wussten, was sie unterschrieben hatten, da hat es Spaß gemacht, mit Ihnen die Klingen zu kreuzen. Oh, danke, Mr. Brighton. Ja. Der Scheck und die Verzichterklärung werden morgen Vormittag fertig sein. Passt Ihnen 22:30? In Ordnung. Also dann, ja, auf Wiedersehen, Mr. Maunder. Mrs. Maunder. Und darf ich Ihnen noch meine besten Wünsche zu Ihrer Hochzeit aussprechen? Ihnen beiden. Dankeschön. Sie dürfen, Mr. Brighton. Sehr freundlich von Ihnen. Rosi, wir haben es geschafft. Gott sei Dank, mir fällt ein Stein vom Herzen. Und, was machen wir jetzt? Oh, jetzt, wo ich das Geld habe, würde ich sagen, wir machen jetzt mal Ferien. Irgendwo, wo es schön ist. Nur du und ich. Gute Idee. Aber keine Brücken, hm? Na, du bist mir vielleicht eine. Aber versprochen, keine Brücken. Übrigens. Ja? Hast du nun die arme Amanda von der Brücke runtergestoßen oder nicht? Und warum fragst du? Denk doch an deine Aussage. Du hast schließlich mit eigenen Augen gesehen, wie ich es getan habe. Ach Quatsch, das war die Geschichte, die wir uns ausgedacht hatten. Du weißt, in Wirklichkeit war ich damals weit ab vom Schuss. Hast du sie nun runtergestoßen? Glaubst du, ich würde sowas tun? Ich bin mir nicht sicher. Aber Rosi, was soll das? Komm, wohin sollen wir fahren? Weißt du was? Jetzt suchst du dir was aus. Na schön. Wie wär's mit einer Reiseversicherung? Für wen? Na, für uns beide, denke ich. Nein, danke. Nicht für mich. Aber lass dich durch mich nicht abhalten, für dich eine abzuschließen. Na, du bist wirklich eine Marke. Komm, wir trinken noch einen und dann gehen wir runter zum Reisebüro, um ein paar Prospekte zu holen. Ja, wir machen eine Kreuzfahrt nächste Woche und mir wäre es recht, wenn wir sie noch abschließen könnten, ehe wir wegfahren. Morgen um 12 Uhr. Fein. Bitte schicken Sie einen Ihrer besten Vertreter. Mein Mann kann ganz schön dickköpfig sein. Ja, an so einen Vertrag hatte ich gedacht. Doppelter Entschädigungssatz bei einem Unfall. Danke. Bis morgen Mittag um 12. £200.000. Musik
Thank you.